Warum die meisten Kunststoffpflegeprodukte nur kurz funktionieren, schnell fleckig werden und wie du das vermeiden kannst, zeige ich dir in diesem Video. Die Frage bekomme ich immer wieder, welche Kunststoffpflege kann ich bei einem richtig ausgeblichenen Kunststoff nehmen, die wirklich lange hält und nicht wieder fleckig wird. Das Problem ist natürlich einmal eine minderwertige Kunststoffpflege, aber vielmehr die richtige Verarbeitung und vor allen Dingen die richtige Vorbehandlung. Da gibt es nämlich ein, zwei Sachen zu beachten und einen ganz wichtigen Schritt, der immer getan werden muss, bevor so ausgeblichene Kunststoffe gepflegt werden müssen. Sind die Kunststoffe nicht ausgeblichen, sondern einfach nur regelmäßig aufgefrischt werden, kann dieser Schritt gespart werden. Wie dieser Schritt geht und vor allen Dingen, was ich tue, zeige ich dir jetzt. Als erstes kleben wir umgrenzende Bereiche ab, weil dort soll die Methode nicht in Berührung mit dem Lack kommen. Warum, wird sich gleich erschließen. Also einmal gründlich abkleben, gerne auch ein bisschen großzügiger, dann ist man auf Nummer sicher. Wir nehmen dann einen Eimer mit Wasser und jetzt seht ihr es, einen Zauberschwamm oder auch Melaninschwamm genannt. Der sorgt einfach dafür, dass die oberste Schicht schonend abgetragen wird, ohne dass wir zu tief reingehen. Und wir sehen, boah, da kommt richtig was runter an altem Kunststoff und an alter Kunststoffpflege. Also einfach das gesamte Bauteil gründlich mit dem Melaninschwamm behandeln. Gerne auch mal die zweite Seite nehmen und vor allen Dingen zwischendurch im Eimer ausspülen, damit die Oberfläche dann auch gereinigt wird. Wir werden gleich sehen, wie viel Schmodder darunter kommt von so einem kleinen Türgriff. Es ist echt Wahnsinn und dieser Schritt lohnt sich definitiv. Wir behandeln so das ganze Kunststoffteil. Denkt auch daran, in die Kanten und Ecken zu kommen. Man kann diese Melaninschwämme Gott sei Dank relativ gut falten, drehen und knicken. Sie zerreißen dann irgendwann, also braucht man vielleicht auch ein oder zwei, aber sie sparen einem wirklich viel Arbeit und verbessern das Ergebnis. Also es ist echt Wahnsinn, was da im Eimer drin ist, von einem so einer kleinen Tür, da kommt wirklich richtig was runter. Anschließend wischen wir den Kunststoff mit einem feuchten Mikrofasertuch ab, um wirklich alle Reste, die jetzt gelöst sind, auf der Oberfläche zu entfernen, lassen den Bereich trocknen, entfernen das Klebeband und dann geht's weiter. Der Schritt ist nicht wirklich aufwendig und auch sehr simpel, aber unheimlich wichtig. Warum? Zum einen befindet sich natürlich, ich sag mal, oxidierter Kunststoff, nicht im wörtlichen Sinn, aber einfach totes Material auf der Oberfläche, was einfach nicht mehr schön aussieht. Und wenn wir da einfach was drüber schmieren, wird es fleckig. Zum anderen hat vielleicht schon der Vorbesitzer oder der Voraufbereiter hier literweise Kunststoffpflege, möglicherweise mit Silikon drauf geschmiert. Das heißt, wir haben einfach eine Oberfläche, die die neue Kunststoffpflege nicht optimal aufnehmen kann. Da reicht jetzt eine normale Reinigung nicht aus, deswegen nehmen wir so einen Zauberschwamm, so einen Melaninschwamm, um einfach diese oberflächliche Schicht wie abzuschleifen. Man könnte auch ein Schleifpapier nehmen, wäre aber bei so einem an sich noch guten Zustand ein bisschen drüber. Wie wir dabei vorgehen, verlinken wir euch mal, da haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht. Und damit können wir zum letzten Schritt kommen, dem Auftragen des Kunststoffdressings und das machen wir jetzt. Nächster Schritt ist dann die eigentliche Kunststoffpflege. Du kannst ein Mikrofasertuch, ein Applikator oder auch später noch ein anderes kleines Tool verwenden. Ich verwende jetzt hier mal ein Tuch, lege mir das um die Finger und trage das gründlich auf. Hierfür brauche ich den Lack nicht mehr abkleben. Wenn da ein bisschen was an Lack kommt, wische ich es einfach weg. Wie viel Kunststoffpflege du aufträgst, hängt vom Produkt und deinem Glanzgrad ab. Den kannst du später auch über das Abtragen bestimmen. Dazu kommen wir aber später noch. Für die schmalen Bereiche kannst du gerne ein Wattestäbchen verwenden oder aber auch, macht sich auch super, so ein 5-Finger-Mikrofaserhandschuh. Damit kommst du auch an die Türgriffe, kannst Sachen auch hochheben. Bin ich sehr gut vom Handling, gerade für schmale Bereiche und Kanten auch um die Scheibenwischerabdeckung rum, macht sich das wunderbar. Da verwende ich gerne diese Mikrofaserhandschuhe und wische danach mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch nach, um den Glanzgrad anzupassen. Wer viel Glanz will, lässt länger wirken, wer weniger Glanz will, wischt direkt nach. Auf die Weise behandle ich alle betreffenden Kunststoffe, arbeite mich dadurch, arbeite auch mit Wattestäbchen, also dass wirklich überall Kunststoffpflege ist und sie am Ende wieder tipptopp und ordentlich aussehen. Und wir sehen uns gleich nochmal zum Auto. Wunderbar, den Glanzgrad kannst du über die Schichtdicke und über die Einwirkdauer gut bestimmen. Wenn du gleich aufträgst, sofort runterwischst, hast du ein eher mattes Ergebnis wie an den Türgriffen. Da habe ich auch schnell runtergewischt, weil man natürlich nicht in die Kunststoffpflege fassen will. Wenn du es einen Moment länger draufstehen lässt und dann nochmal nachwischst, hast du ein eher glänzenderes Ergebnis. Und natürlich hängt es auch von dem Produkt ab. Da gibt es ja auch verschiedene. Aber ich glaube, das A und O, vernünftige Reinigung. Erstmal natürlich im Rahmen der Fahrzeugwäsche, dann die Oberfläche vorbereiten, wenn sie schon
verbraucht oder, sag ich mal, ja, angegriffen ist, nicht schon fleckig aussieht, und dann eine Kunststoffpflege gleichmäßig schön konzentriert auftragen und danach vernünftig abwischen, dann hast du ein gutes Ergebnis. Bei den Spiegeln habe ich zum Beispiel die Kunststoffpflege direkt aufgetragen, da sah der Kunststoff noch super aus, den Rest habe ich entsprechend vorbereitet und dann aufgetragen. Ich denke, das Ergebnis kann sich auch hier bei so einem relativ neuen Auto sehen lassen. Die Mühe ist nicht zu unterschätzen, aber auch das Ergebnis oder der Mehrwert ist nicht zu unterschätzen, denn das wird einfach deutlich länger so halten. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein!